Von der Ausgangslage her, Ü40, Bürojob, viel gesessen und ich war jetzt nicht unsportlich, aber jedes Mal, wenn es um Sport ging, dann wenig Antrieb. Ja? Das war ein riesiger innerer Schweinehund und mein Wunsch war, den Gesamtzustand zu verbessern. Also ich wollte mich gut fühlen. Nicht punkten, aber mich gut fühlen. Und das war auch die Aufgabenstellung sozusagen. Also ich war super skeptisch, das muss ich davor sagen. Ich dachte, wo ist jetzt das Workout? Und am Anfang geht es um Trinken und Atmen und Ernährung. Und habe mich dann einfach darauf eingelassen und habe dann relativ schnell angefangen, Gewicht und Bauchumfang zu verlieren. Habe dann aus dem Freundesbekanntenkreis schon die ersten Komplimente bekommen. So, ja, du gehst aufrechter, so was ist los. Ich selber schlafe besser. Ich beschreibe es vielleicht mit dieser kleinen Situation, wenn man ein bisschen ein Hungergefühl hat und geht am Bäcker vorbei und wozu man dann greift. Ja, und da hätte ich dann früher dann zu irgendeinem Teilchen oder was, wo man so schnell die Energiespritze kriegt. Und jetzt fällt es mir super einfach, daran vorbeizugehen, weil ich merke, dass der Körper nicht schreit nach Zucker und Kohlenhydrat, sondern man könnte sich ja genauso gut an dem Supermarkt, der daneben ist, einen Salat kaufen oder ein paar Tomaten oder so. Da habe ich dann erst gecheckt, warum das Programm halt da auch irgendwie Strong Habits heißt. Dass es nicht darum geht, ein Stück Workout zu machen, sondern trinke ich genug. Jeden Tag. Es ist vielleicht eine stressige Situation, ich kann aber gut atmen. Und das integriert sich so super in den Alltag. Das kann man auch überall machen, sozusagen, sich auch ordentlich ernähren. Und das, dadurch, dass ich mich nicht zwinge dazu, bin ich total zuversichtlich, dass ich das auch lange durchhalte. Und das ist dann auch wieder was, wo ich sage, sehr, sehr cool, hat sich sehr gelohnt auf jeden Fall.